Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hier ist Dercho TV Live am heutigen Samstag, ne? Heute ist der 17. Diese Sendung steht heute ganz im Zeichen des Japantags eigentlich. Nichts dafür vorbereitet, weil ich da nicht bin. Ja, es hätte eigentlich heute keine Sendung geben sollen. Nix, gar nichts, null, nada. Es hätte heute keine Special, eigentlich hätte es heute keine Sportsendung geben sollen, keine Musicbox, also im Live-Programm und auch heute kein Dercho TV Live. Nur ein Let's Play und das war's. Es kam jetzt anders. Ich bin jetzt hier zu Hause, es ist 17.47 Uhr, Samstag, der 17. Mai 2014 und ich bin heute hier. Aber ich habe mir natürlich gesagt, okay, da ich heute nicht beim Japan-Tag dabei sein kann, bin ich nächstes Jahr da. 365 Tage später halte ich mich trotzdem nicht dran. Ja, herzlich willkommen trotzdem zu Dercho TV Live für die, die es wenigstens dann auf YouTube dann wieder wenigstens sehen. Hallo. Ja, es gibt auch einen Livestream, da könnt ihr Dercho TV Live sehen. Da unten eingeblendet, Dercho TV Live. So heißt der Channel auf mic.tv. Und heute gibt es natürlich einiges. Heute dreht sich viel über Google. Außerdem habe ich schon was in der Sportsendung im Web-TV schon gezeigt. Und zwar nämlich das hier. Denn wir nähern uns ja langsam der Fußball-Weltmeisterschaft und ich will hier keine Schleichwerbung machen oder so, denn ich will gerne mal was versuchen zu starten und ich weiß, das wird sowieso nicht funktionieren, aber ich starte es trotzdem. So, deswegen, aber dazu kommen wir dann später heute in dieser Sendung. Wir kommen aber jetzt erstmal zu was ganz Frischem und zwar nämlich auch ganz Aktuellen und zwar nämlich zu Apple und Google. Was haben die denn wieder eigentlich angestellt? Ganz einfach, es gab wieder auch einen Patentstreit, eigentlich einen Patentstreit zwischen der noch Google-Tochter Motorola. Denn Motorola wurde ja vor 4 Jahren, glaube ich, oder vor 2 Jahren ungefähr von Google übernommen. Vor 4 Jahren war das, hier steht das. Nee, Quatsch, vor 4 Jahren hat nämlich Motorola Apple wegen angeblicher Patentverletzung verklagt an seinem iPhone. Nämlich, und vor 2 Jahren... Wann war das? Vor 2 Jahren ungefähr hat ja dann dementsprechend hat ja dann Google Motorola gekauft. Derweil wird ja dann Motorola weitergegeben an ich weiß jetzt nicht mehr an wen. Habe ich hier irgendwo aufgeschrieben? An Lenovo, genau, an Lenovo. Ja, ich habe hier meine Newszettel von heute Nachmittag. Deswegen. Also von Lenovo wurde Google gekauft. Das Thema ist auch sowieso frisch reingekommen. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema geplant. Also ich hatte eigentlich ein anderes Thema geplant. Aber das ist das Thema jetzt gewesen, was es auch ist. Und deswegen ist da natürlich so viel los gewesen. Aber es ist ganz was anderes heute passiert. Denn Apple und Motorola bzw. Google haben den Patentstreit beigelegt. Also was ganz anderes als sonst. Damit geht nun ein Konflikt zwischen dem Streit um das Betriebssystem Android nun langsam zu Ende. Aber der größere Kampf zwischen Apple und Samsung geht definitiv weiter. Also Samsung und Google und Samsung und Google. Samsung und Apple und Google und Samsung wenigstens so, um natürlich für neuere Sachen zu arbeiten. Aber im Patentkrieg in der Mobilfunkbranche gibt es wenigstens ein bisschen Entspannung. So kann man das sagen. Die gegenseitigen Klagen werden nun beendet, werden rausgestrichen und beigelegt, hieß es in den Unternehmen gestern. Anderes ist, in anderen ähnlichen Fällen gibt es allerdings kein Abkommen zum gegenseitigen Vergabe von Patentlizenzen, sprich trotzdem geklaut, aber nicht verklagt werden. Stattdessen wollen nun die beiden Unternehmen bei einigen Aspekten der Rechtsreform zum Beispiel zusammenarbeiten. Eine gute Idee, wie ich finde. Und nach Informationen vom Fachdienst The Recorder heißt es, es wird kein Geld fließen. Nix money. Nein, null. Und der weitaus schärfere Konflikt zwischen Apple und Samsung bleibt aber natürlich davon unberührt. Das heißt, sprich, nur die Sachen, die, sagen wir mal, von Android und iOS halt kopiert wurden, die werden auf Eis gelegt. Aber die Sachen, die Patente zwischen Google-Handys, also zwischen Samsung-Handys, wie zum Beispiel das S5, S4, S3 und so weiter, und natürlich des Apple-Phones, sowie natürlich, also des iPhones, sowie natürlich auch des iPods und auch des, wie soll ich sagen, des iPads und natürlich verschiedene andere mobile Produkte von Apple, die ich eigentlich alle schon aufgezählt habe, geht es weiter. Wie ich ja auch schon gesagt habe, rund 20 Klagen gab es in verschiedenen Ländern, darunter auch in Deutschland. Also Motorola hat ordentlich überall rumgeklagt, als es noch unabhängig war, bevor sie sich von Google kaufen ließen.
und jetzt dann sie zu Lenovo gehören. Und als Google ja Motorola übernahm, wurde auch Google dann dementsprechend mit reingezogen, kann man sagen. Und inzwischen hat Google Motorola natürlich an Lenovo verkauft. Das steht sogar hier. Warum habe ich jetzt Newsday rausgekramt? Egal. Ja, deutsche Verbraucher bekamen von diesem Konflikt in den vergangenen Jahren direkt zu spüren, denn Anfang 2012 gelang es Motorola unter anderem für kurze Zeit, den Online-Vertrieb einiger Modelle von iPad und iPhone zu stoppen. Außerdem musste Apple fast ein Jahr lang den Betrieb seiner E-Mail-Dienste in Deutschland auch einschränken. Also das habt ihr wahrscheinlich dann mitgekriegt, für die, die sich zum Beispiel online dann im Jahr 2012, sagen wir es mal so, ein iPhone bzw. ein iPad kaufen wollten und auch dementsprechend schon den E-Mail-Dienste von Apple über ihre mobilen Devices benutzt haben. Apple musste inzwischen aber auch feststellen, dass die Patentklagen aus nur einem eingeschränkten Effekt haben. Der Konzern gelang es zwar, einige iPhone-Funktionen aus Android-Geräten zu verbannen, aber allerdings stoppte das nicht nur den Vormarsch des Google-Betriebssystems auf dem Markt, denn wir wissen ja, die meisten Smartphones hier sind ja mit dem Android-Betriebssystem ausgestattet. Platz 2 kommt ja dann, glaube ich, iOS, dann kommt irgendwann Windows Phone und dann auch irgendwann das BlackBerry-Betriebssystem. Irgendwann so und dann gibt es ja noch viele andere, Firefox OS, dann sogar von Linux etwas und schieß mich durch. Also es gibt viele Betriebssysteme, die bekanntesten, die kennt man natürlich, sind 3 Stück, unter anderem Android, ganz groß auf 1, auf 2 iOS und auf 3 halt Windows Phone, so muss man das ungefähr auch sehen. Dann kommen die etwas kleineren, BlackBerry, der Pionier des Smartphones, der ist ja soweit abgeschlagen und sieht es auch im Moment nicht gut aus. Im ersten Patentprozess in Kalifornien mit Samsung wurde ja Apple über 900 Millionen Sportersatz, war ich schon, Dollar Schadensersatz zugesprochen. Der Fall ging aber noch durch weitere Instanzen. Geht ja immer noch, muss man natürlich sagen. Auch im zweiten Verfahren in Kalifornien gab es für Apple jüngst 120 Millionen US-Dollar von Samsung und statt der geforderten 2,2 Milliarden. Also man muss natürlich auch sehen, hier wird geklaut bis zum geht nicht mehr. Nicht so schlimm, wie es sonst eigentlich ist. Aber naja, bereits aber in den letzten Jahren hat Apple zum Beispiel andere Patentstreits natürlich beilegen können, Konflikte, und zwar nicht unter anderem mit Nokia, was ja derweil jetzt im Moment ja jetzt zu Microsoft gehört, die Handysparte von Nokia, sagen wir es mal so, was ja inoffiziell Microsoft Mobile heißt, aber offiziell noch Nokia. Und natürlich auch mit HTC, die ja, sagen wir mal, auch ja mit Android zum Beispiel unter anderem beliefert werden. Auch dementsprechend. Also eine dolle, ja nicht eine dolle Sache, aber eine Sache, die natürlich auch dementsprechend groß wieder mal Thema ist, der Patentkrieg. Und ich sag mal so, hier bei Decho TV Live kriegt ihr auch noch einiges zum Patentkrieg zwischen Samsung und natürlich auch zwischen Dingens auch noch was mit. So, ich drehe mal ein bisschen mal meinen Tisch, weil ich merke, ich sitze auch so dämlich. Ne? Ist ja dementsprechend so, dass ich das ganze Wochenende jetzt heute mal an diesem Set sitze. So. Jetzt, oh, guck mal, sieht auch schon viel besser aus. Fast wie so ein Nachrichtentisch. Aber was soll's? Ich muss mich da nicht immer so machen oder so. Dann kann ich jetzt auch mal eigentlich mal so sitzen bleiben. Hätte ich jetzt. Ich muss so eine Markierung machen. Na egal. So viel dann auch zum Thema Apple und Google. Wir bleiben aber beim Thema Google. Denn unser Bundeswirtschaftsminister, der Sigmar Gabriel, der dicke Klops. Der droht nun Google, und zwar nämlich drohen Google in Deutschland dementsprechend härtere Maßnahmen, um den Missbrauch natürlich der marktbeherrschenden Stellung im Geschäft mit Daten zu stoppen. Denn in einem Beitrag für die Frankfurter Rundschau schrieb der Bundeswirtschaftsminister und Chef der SPD, man fasse eine kartellrechtsähnliche Regulierung von Internetplattformen ins Auge. Wirtschaftsministerium und das Bundeskartellamt unter anderem prüfen, ob ein Unternehmen wie Google zum Beispiel seine marktherrschende Stellung missbrauche. So schrieb das Gabriel weiter. Ja, dabei geht es um den Vorwurf, dass Google zum Beispiel bei irgendwelchen Suchergebnissen die eigenen Dienste bevorzugt anzeigt, also sprich nicht irgendwie andere, so Drittanbieter zum Beispiel, und die Internetseiten von Wettbewerbern daher dahinter einsortiert. Also sprich, wenn man was sucht, dann als erstes Google, 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 und dann erst der Rest. So kann man das ungefähr sagen. Aufgrund auch des Marktanteils von Google, 90% nämlich heißt es, sind sehr viele Firmen im Internet auch von Suchergebnissen des Unternehmens abhängig. Das sagte Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags, ne, Bild-Zeitung und so, in einem offenen Brief an den Vorsitzenden von Google, Erik Schmidt.
Ja, und er schließt auch, so Sigmar Gabriel, schließt auch daher nicht aus, dass auch tiefe Eingriffe in die Infrastruktur von Google nicht ausgeschlossen werden sollten. Wirtschaftsministerium und Bundeskartellamt, ich stelle die Flasche hier hin, bei ihrer Prüfung zu dem Ergebnis kommen, dass Google Wettbewerber systematisch aus den Suchresultaten verdrängt, müsse sogar eine Einflechtung wie die bei Strom- und Gasnetzen durchgesetzt werden, ernsthaft erhoben werden, wurden erhoben werden, so heißt es. Und das heißt konkret eine Trennung zwischen der Suchmaschine Google und den anderen Unternehmen. Also sprich, du willst was bei Google suchen, dann kriegst du nicht direkt was von Google selbst, sondern erst von den anderen Anbietern. Ist eine gute Idee, aber ob es dann Google gut tut, das ist eine andere Frage. Und so wäre natürlich dann auch eine neutrale Suche im Internet gewährleistet, wenn man sowieso schon, wie ich es ja gestern gesagt habe, von Netzneutralität spricht. Für mich ist es ja so, seit wir wissen, dass die NSA uns abhört, uns durchsucht, dass Facebook unsere Daten an Drittanbieter verkauft oder so, es gibt keine Netzneutralität. Das erwähne ich immer wieder. Wenn jemand meint, wir haben sie noch, dann kann man das noch so nennen. Aber für mich existiert sie schon fast nicht mehr. Wenn wir wissen, dass in Amerika unsere Daten gespeichert werden oder in Irland oder was weiß ich wo, in Wallemuckenland, und wir trotzdem irgendwie sagen, ja, die Daten sind sicher. Absolut. Definitiv. Ja, wenn Schweine fliegen können. Und das tun sie leider nicht. Naja, der Bundeswirtschaftsminister selbst könnte, das erläutert er weiter, jedoch auch nur das letzte Mittel sein, falls eine also kartellrechtähnliche Regulierung von Internetplattformen, also sprich halt wie Google und so weiter, nicht zugreife. Nicht der einzigste wettbewerbsrechtliche Widerstand, der auf Google natürlich erzielt. Erst in den letzten Tagen hatten Verlagshäuser und Google-Konkurrenten und dann also andere Suchmaschinen, es gibt zum Beispiel auch noch Bing und das Problem ist, ich nutze nur Google als Suchmaschine, also Yahoo hat zum Beispiel auch noch eine eigene Suchmaschine, also sagen wir mal auch dementsprechend auch E-Mail-Anbieter, die auch einen Suchbetreiber benutzen, also wie zum Beispiel Yahoo, kann man auch sagen, aus ganz Europa eine Wettbewerbsbeschwerde gegen Google eingereicht haben und haben sie und stellen nee, eingereicht nicht, aber sie stellen sich sowas vor, das natürlich zu machen, sprich so eine Beschwerde, eine kartellrechtliche Beschwerde für die EU, also für Europa natürlich reinzureichen. Und im ersten Rahmen der Konferenz des Open Internet Projects in Paris war ein Manifest veröffentlicht worden. Darin kritisieren zum Beispiel deutsche Verlage wie Mazzec, der Axel Springer Verlag und natürlich auch Funke, so auch die französischen Großverlage, jetzt kommt La Drigère, sowie auch eine Reihe kleinerer Google-Wettbewerber den Missbrauch von Googles Monopolstellung. Und da heißt es, wenn ein Geschäft nicht online gefunden werden kann, dann kann es auch nicht im Wettbewerb bestehen. Ja, so heißt es. Und derweil wurde schon eine Beschwerde reingereicht. Die Europäische Kommission wird sich damit wohl dann beschäftigen und Google wird große Probleme kriegen, wenn das Ganze dann natürlich dementsprechend dann die Konsequenzen erscheinen werden. Schaut nicht gut für Google aus, aber was soll man machen, wenn es halt nicht das Ganze funktioniert? Ja, Google, 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 Google. Wer nicht nur googeln will, der kann auch gurgeln, will ich mal sagen. Denn Google ist auch nicht nur eine Google, Google, Gaga, Google. Ja, Radio Google, Radio Gaga. Wie auch immer. Aber wie schon gesagt, es gibt noch andere große Suchmaschinen, wie zum Beispiel Bing von Microsoft oder natürlich bieten ja auch wie Yahoo an. Das kann man zum Beispiel auch natürlich beim Firefox-Browser sehr gut erkennen. Ja, da habe ich jetzt zum Beispiel mal den Firefox-Browser mal offen, ne? Und wir gehen einfach mal in den Cursor-Bereich. Und wenn ihr natürlich dann dementsprechend seht, hier oben sind natürlich die Suchleisten. Und das seht ihr natürlich standardmäßig, ist natürlich Google eingerichtet. Ihr könnt natürlich auch Yahoo, Amazon, Bing, wie schon gesagt, eBay sogar, Leo Englisch und natürlich Wikipedia selbst zum Beispiel nehmen. Auch eine Videosuchfunktion von YouTube ist dabei oder Suchmaschinen verwalten. Dann gibt es natürlich dementsprechend, ihr könnt natürlich dann dementsprechend bearbeiten, entfernen, Wiedergabe herstellen und was weiß ich nicht alles. Bei Chrome ist natürlich so, Chrome ist ja der hauseigene Browser, aber da könnt ihr es natürlich auch umstellen. Und wenn ihr irgendwelche Programme installiert, wo natürlich, sagen wir mal, eine Pseudo-Suchmaschine natürlich dabei ist, dann, ja, dann würde ich natürlich mal dann eher sagen, dann greift lieber nicht auf die zu, weil da kann es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass dann dementsprechend vielleicht sogar Viren draufkommen und dann ist euer Rechner oder euer Laptop oder euer Smartphone, Tablet, wie auch immer, dann verseucht mit Viren und das will dann wohl auch schließlich keiner haben. Naja,
Wie schon gesagt, aber wenn ihr euch auf Google vertrauen kann, das Problem liegt an Google, nicht an euch. In dieser Woche wurde ja auch bekannt, dass zum Beispiel unter anderem ältere Einträge wie auch Bilder gelöscht werden müssen. Denn es hat ja ein Spanier geklagt, der, wo es ja einen Eintrag von ihm gab, wo es ja unter anderem hieß, dass es ja dementsprechend einen Eintrag hatte, der ja ein paar Jährchen alt war, wo seine Wohnung ja, sagen wir mal, gepfändet wurde oder so. Und das wollte er nicht mehr im Internet haben. Er hat ja geklagt und der Europäische Gerichtshof hat ihm auch recht gegeben. Google darf dementsprechend diese Sachen ja nicht mehr dann anzeigen. Ja. Schlimme Sache für Google und eine andere schlimme Sache für Jan Delay. Aber die Sache ist schon etwas länger her, denn der Sänger, ich kann ihn schlecht nachimitieren, aber was soll's. Jan Delay kennt man natürlich und heute geht es ein bisschen schnell, aber ich möchte euch natürlich noch so viel sagen, dass wir auch noch, wie schon gesagt, das hier noch haben. Nein, es geht nicht um Kinderschokolade, wie ich jetzt hier Kinderschokolade futtere, sondern um die WM. Wie schon gesagt, ich habe was vor. Außerdem gibt es auch noch was Neues auf Facebook von Dercho TV, aber dazu dann gleich mehr. Aber es geht jetzt erstmal um Jan Delay. Und denn Jan Delay hat damals Heino als Nazi beschimpft. Was heißt damals? Vor einigen Wochen war das so. Und den Nazi-Ausrutscher von Jan Delay, da muss er nun, also Jan Delay selbst, 20.000 Euro nun an Heino Schmerzensgeld überweisen. Die Strafanzeige gegen Delay will aber der Schlagersänger jedoch nicht zurückziehen. Plus Anwaltskosten sind in den 20.000 Euro mit inbehalten an Heino. Also damit ist der Fall aber noch lange nicht beendet. Heino begründet das gegenüber der Boulevardzeitung Bild nämlich folgendermaßen: Ich habe in meinem Leben viele Beschimpfungen erdulden müssen, aber irgendwo hört es auf. Ja, und es geht auch um den Verdacht der Beleidigung, übler Nachrede und auch Verleugnung, also dementsprechend die Strafanzeige bleibt. In einem Interview mit dem österreichischen Presse, also mit der Webseite diepresse.com, hatte Jan Delay Ende April, also es ist doch noch nicht so lange her, auf die Frage nach der Coverversion von Heino geantwortet. Alle sagten plötzlich, ist doch lustig, ist doch Heino, nee, das ist ein Nazi, das ist vergessen. Die meisten Leute, wenn er die Leute über Heino reden, der Typ hat in Südafrika während der Apartheid in Sun City gesungen und seine Repertoire, Schwarzbraun ist die Haselnuss, Soldatenliga, es ist schrecklich, Lieder, es ist schrecklich, wenn so jemand einen Song von dir singt. Zitat Jan Delay. Ja, und dementsprechend reagierte er damals in der Bild-Zeitung, wie es hieß, und kündigte auch rechtliche Schritte an. Er sagte selbst: Ich bin in meinem Leben ja schon oft viel beschimpft worden, beleidigt worden, aber was sich dieser Herr herausnimmt, ist eine Unverschämtheit. Und die Bild damals untermauerte auch den Standpunkt mit einem deutlichen kolonial kanonierten Bild, das Heino mit zwei barbusigen Afrikanerinnen zeigte, sowie ein Foto mit einem Auftritt in Südafrika aus dem Jahr 2005. Ja, das ältere weiße Damen und einen Herren im Publikum zeigte. Ja, nee, Quatsch, Ende April sagte er dann in der ZDF-Talkshow, also Jan Delay Aspekte, sagte er dann dort in der ZDF-Show Aspekte, sagte er am 28. April, dass es ein verbal übles Ziel hinausgeschossen gewesen sei und er bedauere, die Nazi-Äußerungen getroffen zu haben. Ja, auch ein bisschen, man sollte erst mal denken und dann reden, heißt es immer so schön. Erst denken, dann reden. Auch Heino äußerte sich in der ZDF-Sendung zum Vorwurf der Apartheidsunterstützung: Ich bin kein Politiker, als Politiker hätte ich vielleicht dann auch was aus einem anderen Blickwinkel gesehen, aber da ich Sänger bin, bin ich ja hingegangen, wo man mich mag, wo ich singen kann. Außerdem mag ich sowieso auch die neuen Songs von Heino. Die Coverversion zum Beispiel, ich weiß jetzt auch gerade nicht, wie das Album heißt, aber ich finde einige Coverversionen, wie zum Beispiel von Junge, von den Ärzten, natürlich auch gut. Es gibt noch viele andere, die fallen mir gerade jetzt wegs nicht ein. Aber das wird natürlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen weitergehen rechtlich. Aber wie es auch heißt, Heino zieht sich auch darauf zurück, als Künstler unpolitisch zu sein. Also für ihn geht, sagen wir mal, Politik in seinen Songs gar nicht. Also die Songs wie Schwarzbraun ist die Haselnuss und Blau-Blau blüht der Enzian, das ist ja eigentlich nichts Politisches, muss man natürlich sagen. Aber wie jeder bei der Person des öffentlichen, aber wie bei jeder Person des öffentlichen Lebens, so heißt es, hat sein Verhalten auch eine Außenwirkung und Touren durch einen rassistischen Unterdrückungsstaat, die Aufnahme des Deutschlandliedes mit allen Strophen sowie revisionistischer Soldatenliga ergebe in der Summe eben ein bestimmtes Bild, das Jan Delay wohl anscheinend dann auch unprofessionell zusammengefasst hat, hieß es. Ja, nicht von mir, sondern von dem Artikel, wo ich es rausgenommen habe.
Aber man kann auch wirklich manchmal wirklich ein bisschen was Falsches sagen und dann wird man direkt sofort deklariert. Dann kriegt man den Stempel oben drauf. Wenn man irgendwie was Falsches sagt, was dann einige nicht verstehen, sagen, Nazi, und so weiter. Ja, apropos Nazi, Flair, der Rapper, klagt ja gegen die NPD, weil, wie heißt es, weil ja einige Texte aus seinen Songs für irgendwelche Plakate, glaube ich, verwendet werden oder für den Wahlkampf für die Europawahl im Moment verwendet werden. Naja, da sieht man auch deutlich, Nazis haben auch gerade nicht so dolle Ideen, aber was soll's. Naja, tut mir leid. Europawahl ist nächste Woche. Mehr dazu gleich hier bei Dercho TV. Ja. Wir kommen aber jetzt erstmal, bevor wir hier gleich komplett hier schon dann nach 20 Minuten schon Schluss machen, kommen wir jetzt erstmal zu einer besonderen Aktion. In nicht mal mehr 4 Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Stadien werden ja nicht fertig. Nein, ihr sollt kein Geld spenden oder so, sondern ich will was anderes machen. Daher, dass ja sowieso einige Leute dieses Video gucken werden und habe ich was Bestimmtes vor. Und zwar nämlich folgendermaßen. Und zwar geht es um diese Panini-Bilder. Ja, diese Panini-Bilder. Also ich zeige sie nochmal. Hier sind sie. Diese 4 Panini-Bilder. Diese Kinderschokoladendinger, die behalte ich selbst, weil die habe ich von meinem eigenen Geld gekauft. Die 4 Panini-Bilder, die habe ich geschenkt gekriegt. Und zwar nämlich irgendwie beim Einkauf gab es dann eine Packung und da sind jeweils 2 drin. Und hier sind 4 Stück. Unter anderem Philipp Lahm, unser Kapitän. Ne? Dann Atsu Uchida von Schalke 04. Silvester Valera spielt beim FC Porto mit. Und ein Grieche namens Kostas Kastanourias bei PAOK FC, wogegen Schalke ja in der letzten Saison ja gegen die Champions League Qualifikation spielen musste. Diese 4 will ich verschenken. Ja, die verschenke ich. Und zwar nicht an denjenigen, der nämlich Folgendes macht. Und zwar nämlich will ich ein bisschen tippen. Ja, ich werde das Ganze dann natürlich auch nochmal, wenn ihr dieses Video seht, unten in der Videobeschreibung steht dann das ganze System. Und zwar nämlich, sollt ihr tippen, wie weit Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft kommen wird? Ja. Ihr tippt, man kann quasi sagen, gegen mich, quasi, denn ich gebe nämlich auch meinen Tipp ab. Ich werde sowieso, glaube ich, immer wieder meine Meinung ändern. Dann musste ich einfach nur die heutige Ausgabe gucken. Das ist es. Ich sage ja, Deutschland kommt ja spätestens bis ins Halbfinale und dann ist wieder Schluss. Also dann wird wieder um Platz 3 gespielt. Ich würde ja natürlich gerne auch sagen, wir werden Weltmeister. Aber man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Und so wie wir im Moment auch spielen, ich sage mal wirklich so, wir schaffen es bis ins Halbfinale. Also mindestens ist Halbfinale drin. Das sage ich jetzt schon mal so. Viele sagen natürlich schon Viertelfinale, Achtelfinale. Wenn jemand Vorrunde sagt, der ist raus. Aber ihr könnt es folgendermaßen machen, wie schon gesagt. Ihr tippt ganz einfach, schickt mir dann euren Namen, beziehungsweise schickt mir dann einfach eine E-Mail an derchotv@gmx.de mit der Begründung WM, also WM-Sticker. Ne? WM-Sticker-Gewinnspiel, sage ich jetzt mal so. Ich weiß, das ist ein dämliches Gewinnspiel mit 4 Stickern. Aber ich sage mal folgendermaßen: Wenn ich wirklich wieder irgendwelche Sticker kaufen sollte oder bekomme, die ich nicht brauche, dann lege ich sie drauf. Also jetzt im Moment nur die 4 hier. Ne? Ich zeige es dir nochmal in die HP-Kamera. Einen Moment. Und zwar nämlich diese 4 hier. Wie schon gesagt, Philipp Lahm, da nervt mein Mittelfinger. Von Bayern, wie schon gesagt, Philipp Lahm, Atsu Uchida und die beiden anderen, die ich jetzt im Moment so nicht kenne, die sind dabei, sowieso. Die werde ich dann auch in einem Umschlag erstmal packen oder irgendwie so verpacken, damit ich sie nicht wegklebe oder so. Und wie schon gesagt, ich will mit euch tippen. Sprich, ihr müsst mir einfach nur in die E-Mail derchotv@gmx.de, die E-Mail-Adresse läuft im Übrigen auch unten im News-Ticker andauernd durch. Also müsst ihr nicht immer wieder gucken. Außerdem steht die auch irgendwo auf der Webseite und auf Facebook und auf weiß was ich wo. Ich nehme keine Tipps über Facebook an und auch nicht über Twitter. Auch nicht privatnachrichtmäßig, nur per E-Mail derchotv@gmx.de mit dem Betreff WM-Sticker. Und ihr kriegt dann, der dann wirklich nah dran liegt, sprich, er sagt, wir werden Weltmeister. Wenn wirklich, dass sich einer traut und Deutschland wird Weltmeister, dann Respekt. Dann kriegt er auch noch nicht neben das noch etwas dazu. Ein Schweißband von mir, vollgeschweißt.
Nein, diese vier Sticker, jetzt sagt ihr euch natürlich, ja toll, diese vier Sticker. Wie schon gesagt, ich kaufe vielleicht sogar auch noch während der WM noch weitere Sticker. Und wenn ihr wirklich, und wenn es, das geht dann auch an die Sammler zum Beispiel, die immer solche Panini-Hefte für Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder sonstige sammeln. Wie schon gesagt, die gehen dann an euch, diese vier Stück, die werde ich nicht verschenken an irgendwelche Verwandten oder an Freunde. Die kriegt ihr, die kriegen meine Zuschauer auf YouTube oder auf MakeTV, wie schon gesagt. Ihr müsst mir einfach nur schreiben, wie weit Deutschland bei der WM kommt. Am Ende dann, dementsprechend werden wir es ja sehen, werden wir es natürlich, wird natürlich derjenige, der richtig getippt hat, natürlich sagen, der kriegt sie auch. Soll es natürlich so sein, dass irgendwie 5, 10, 15, 20.000 gefühlte Leute, in Wahrheit nur drei Leute sind, sollen wirklich so sein, dass irgendwie vier oder so halt viele Leute dasselbe geschrieben haben, wird es natürlich eine Auslosung geben, live in der Dercho TV Live-Sendung, die es dann auch zur WM geben wird. Dementsprechend oder halt auf MakeTV, je nachdem. Den benachrichtige ich dann per E-Mail und der kriegt die dann. Der muss mir nur dann seine Adresse geben und dementsprechend kriegt er die dann. Weil ich habe erst so gedacht, weiß ich was. Aber wie schon gesagt, das ist mein Plan für die WM. Wie schon gesagt, tippt mit mir, tippt einfach gegen mich. Ich sage, Deutschland schafft es bis ins Halbfinale, aber es hat auch irgendwie keinen Sinn, wenn ich sage, tippt gegen mich, sondern einfach nur sagt einfach, wie weit Deutschland bei der WM kommt. Und dann kriegt ihr dementsprechend die vier Sticker plus, minus, also plus XXX, wie schon gesagt. Also es kann sein, dass es dann noch vielleicht zwei geben wird, sogar vier, vielleicht sechs, vielleicht sogar ein ganzes Panini halt. Ja, das geht unter anderem an die, die gerne Panini-Bilder sammeln. Empfehlt es euch gerne weiter oder schenkt die dann einfach danach. Und wenn ihr die vier schon habt und kennt andere, die die noch brauchen, wie schon gesagt, ist gerne, aber ich verschenke die dann nur, wenn mir dann wirklich einen richtigen Tipp geben kann. Wie schon gesagt, dercho.tv@gmx.de. Da könnt ihr dann mitmachen. Ich blende die E-Mail-Adresse noch einmal ein. Wie schon gesagt, ich nehme nur E-Mails an. Und wenn das Ganze dann nicht klappen sollte, behalte ich sie. Wie schon gesagt, es ist ein Versuch, um sowas zu starten. Erstmal fangen wir mal auf dem kleinen Boden an. Ich will jetzt nicht direkt sagen, der Nächste, der mir irgendwie sagt, dass ich cool bin, kriegt ein iPhone oder so. Nein, sondern ich fange klein an, wie schon gesagt, mit diesen vier Dingern. Deswegen, wie schon gesagt, ich werde dann wohl auch beim nächsten Mal, also wenn es dann so langsam Richtung WM geht, werde ich dann auch nochmal darauf hinweisen. Wie schon gesagt, es gibt dann ab Juni dann jeden Tag immer so ein kleines WM-Update. Da werde ich auch nochmal darauf hinweisen. Es wird dann auch dementsprechend, wie schon gesagt, auf dieser Seite gibt es einen Livestream von Dercho TV, make.tv/DerchoTVLive. Das ist der Livestream für die Live-Webshows. Da könnt ihr Dercho TV live auch wirklich live sehen. Also nicht dementsprechend erst ein paar Stunden später auf YouTube. Ist natürlich für die besser, die dann natürlich dabei sind. Das WM-Update wird dann auch ab Juni dann auch zu sehen sein auf YouTube. Also ihr werdet dort auch jeden Tag dann auch auf den neuesten Stand gehalten. Außer das längere WM-Update, da wird es dann eine kleinere Version von geben, die dann halt kurz vor Ende der Sendung dann nochmal, also vor, wie schon gesagt, ich werde das irgendwie dann natürlich machen. Also das dann nochmal so gesagt hinbekommen mit der ganzen Sache. Okay, hi. Ja, ich glaube, er wollte Hihi schreiben, da kam auf einmal Hi raus. Ja, so ist das Leben. Manchmal wirklich. Naja, was soll's. Aber wie schon gesagt, bei Dercho TV Live wird es dann auch während der WM auch ein bisschen um WM-technische Sachen gehen. Und mit einer Sache, wo wir ein gutes Thema, eine gute Überleitung zur WM haben, geht es nämlich auch jetzt wegen der WM-Übertragung. Wir werden wieder ein bisschen medienlastig hier bei Dercho TV Live. Und wie ihr natürlich wisst, war es ja bei der letzten Weltmeisterschaft so, dass es ja dementsprechend wegen diesen Tröten, die man Vuvuzelas nennt, war es ja so, dass man am Anfang der WM in Südafrika gesagt hat, man versteht kaum etwas von den Spielern bzw. vom Jubel. Man hat nur dieses gehört. Jetzt hat sich das angehört wie so eine Ente, wie eine kranke Ente. Tut mir leid. Aber ja, das Ganze ist natürlich so, dass man jetzt bei der kommenden Weltmeisterschaft, ja, man hat einen Filter eingesetzt bei der wegen den Vuvuzelas dementsprechend und es hat auch dementsprechend auch richtig genervt. Jetzt natürlich will man auch berücksichtigen auf Menschen mit Blindheit, also sprich die, die blind sind und leider die Bilder nicht sehen können, aber die natürlich gut hören. Das ist natürlich sehr gut. Und zwar nämlich werden die Übertragungen der Fußball-WM, die ja in knapp einem Monat beginnen, nicht mal mehr, werden bei einigen Spielen eine zweite alternative Tonspur angeboten. Wie funktioniert das Ganze jetzt mit einer Tonspur? Ganz einfach, ihr besitzt wahrscheinlich einen Satellitenreceiver. Ja, oder halt einen digitalen, sagen wir mal, einen Fernseher halt.
Und da ist es bei manchen halt möglich, dementsprechend auf einen Audiokanal umzuschalten. Ich habe jetzt leider keine zweite Kamera. Aber ich versuche euch das mal so zu zeigen, dass man das auch irgendwie zeigen kann. Also wie schon gesagt, ihr drückt dementsprechend einfach mal auf die Tontaste irgendwie, auf Audio oder so müsste dann wahrscheinlich stehen. Und dann habt ihr Möglichkeiten, das zu machen. Das bieten dann ARD und ZDF an. Das haben sie gestern angekündigt. Zugutekommen soll unter anderem, wie schon gesagt, das Angebot für Sehbehinderte, also für blinde Menschen, also die sowieso dann auch nicht gut sehen können. So viel möchte ich dazu auch sagen, bei ausgewählten Spielen sollen demnach dann auch die Tonspur, eine zweite Tonspur mit den Kommentatoren des ARD-Hörfunk kommen, die ja natürlich sowieso so dementsprechend alles, sagen wir mal, auch, sagen wir sowieso ja auch übertragen dementsprechend. Und über die Audiotaste auf der Fernbedienung, wie schon gesagt, kann dann der Zuschauer bei Bedarf auch auf die alternative Tonspur wechseln. Das ist ja immer so. Zum Beispiel ist es auch möglich bei einigen gewesen, dass man zum Beispiel unter anderem die erste Tonspur ist im Original, zweiten Tonspur ist Quatsch, die erste Tonspur ist die Synchron. Bei manchen Filmen gibt es das manchmal so. Ich hatte das mal bei einem Film, das habe ich mal auf Videokassette aufgezeichnet. Da war links, also es war sogar noch Mono, ne? Damals Mono war was ganz anderes. Ne? Bei Stereo war das so, das ist so gewesen, es war auch noch zu Mono-Zeiten, sag mal so, das Stereo, ich weiß es schon nicht mehr, war das dann so, dass links die linke Hälfte des Fernsehers mit dem Ton dementsprechend Deutsch zu hören war und rechts Englisch. Das hat mich dann immer wieder irritiert, dann bin ich immer so hingegangen. Ja, was ist das auf Deutsch? Wie auch immer. Und so ist das aber nicht geplant. Halt dementsprechend die Audiotaste drücken, drückt ihr dann einfach und dann seht ihr zweite Tonsprache und dann hört ihr dementsprechend nicht zum Beispiel, wenn ihr im ZDF seid, Bela Riti, sondern dann wahrscheinlich irgendwie ein ARD-Hörfunkreporter, sei es vom WDR, NDR, wie auch immer, ist doch auch dann Schnuppe. Das Ganze technisch möglichst reibungslos zu entwickeln, wird das ZDF bei seiner WM-Übertragung auch dann dementsprechend halt dann die ARD-Hörfunkanstalten übernehmen. So ist es dann halt gemacht. Bei der Zweitkanalübertragung testen ARD und ZDF bereits ausgewählte Spiele der Nationalmannschaft und des DFB-Pokals bereits schon im Herbst 2013. Also ihr könnt das heute Abend zum Beispiel, wenn ihr die Sendung jetzt live sieht, oder halt natürlich beim nächsten Länderspiel halt dementsprechend ausprobieren. Beim nächsten DFB-Länderspiel oder halt beim Pokalfinale, wenn ihr jetzt gerade wie ich zuguckt, ich versuche ja auch dementsprechend noch vor dem DFB-Pokalfinale die Live-Ausgabe das zu machen. Außerdem muss ich leider noch zwei sportliche Sachen verkünden. Und zwar nicht unter anderem, ja, mache ich gleich. Und die Audio-Description wird bei allen WM-Spielen der deutschen Nationalmannschaft, beim Eröffnungsspiel und bei allen Spielen ab dem Viertelfinale zur Anwendung kommen. Also sprich, sicher ist für die Blinden oder die Sehschwächeren, also sprich, die nicht nur eine Brille brauchen, sondern fast gar nichts mehr sehen, so schlimm kann das natürlich auch sein, ist es natürlich dann so, dass wenigstens die Deutschland-Fans sind, dann sagen können, super, die deutsche Nationalmannschaft, da kann ich mich auf den ARD-Hörfunk verlassen, das ist fantastisch. Sonst dann ab dem Viertelfinale und wie schon gesagt beim WM-Update von Dercho TV, was dann ab Beginn der Weltmeisterschaft kommen wird, wird es dann jeden Tag, wie schon gesagt, 30 Minuten lang ein kurzes WM-Update geben über Spiele, über die aktuelle Lage der deutschen Nationalmannschaft und natürlich auch das Politische, was dort im Moment stattfindet. Denn wie ihr natürlich wisst, die Brasilianer gehen seit über einem Jahr schon auf die Straßen wegen der schlechten finanziellen Situation. Das Geld wird eher nur für neue Stadien rausgehauen, heißt es, anstatt halt dementsprechend sowas. Und natürlich schauen wir auch auf andere Nationalmannschaften, wie zum Beispiel auf meine Zweitlieblingsmannschaft nach Deutschland, Holland. Ja. Holland. Ja, in ihrer Gruppe ist es sehr schwer mit dem Weltmeister. Ne? Ist halt nicht gut. Aber was soll's. Ja, so viel dann auch dazu zur WM. Wie schon gesagt, jetzt muss ich mal kurz mal was hier angucken. Und zwar nämlich gewinnt der FFC Frankfurt im DFB-Pokal der Frauen mit 3 zu 0. Herzlichen Glückwunsch an die Frauen. Beim Trikottausch bin ich gern dabei. Und beim FA Cup, der jetzt auch seit 20 Minuten läuft, liegt Arsenal schon 2 zu 1 hinten. Da mache ich jetzt nur große Augen über WhatsApp. So einfach muss das sein. Ja, im Moment ist heute sowieso nur groß Fußballtag. Wie schon gesagt, heute Abend ja auch noch das DFB-Pokalfinale. Das könnt ihr, wie schon gesagt, dementsprechend dann über die Social-Media-Plattform natürlich mitverfolgen. Und natürlich ein Artikel heute Abend, spätestens, glaube ich, gegen 11, kann ich schon mal sagen, gibt es dann kurz zusammengefasst, wer die Tore geschossen hat, wer gewonnen hat, definitiv. Dann natürlich auf derchotv.wordpress.com. Wir bleiben beim ZDF.
Ich habe gestern kurzfristig berichtet, dass der Fernsehrat bzw. ja, der Fernsehrat neu gewählt wurde. Und nun will der ZDF-Fernsehrat transparenter werden, nachdem ja der ZDF-Staatsvertrag vom Bundesverfassungsgericht im März ja teilweise als verfassungswidrig genannt wurde, wird nun unter anderem natürlich, möchte sich der Fernsehrat des zweiten deutschen Fernsehs sich in Zukunft transparenter begeben. In einer Sitzung vorgestern haben die Mitglieder des Kontrollgremiums des ZDF natürlich beschlossen, künftig das Informationsangebot im Netz auszubauen. Sprich, unter anderem, man soll transparenter werden, also man auch unabhängiger. Das ist ja der Sinn einer öffentlich-rechtlichen Sendeanstalt, ne? Dass man sich darauf vertrauen kann. Deswegen vertraue ich auch, wenn es bei Nachrichten geht, nicht eher auf heute.de als auf RTL oder ProSieben und Sat.1. Also wenn Sat.1 und Nachrichten in einem Satz vorkommt, dann sind es nie richtige Nachrichten, muss man natürlich sagen. Unter anderem werden auch Besucher künftig den Tätigkeitsbereich des Intendanten einsehen können, heißt es unter anderem. Darin unterrichtet dann auch der ZDF-Chef, also der oberste Intendant, nämlich Thomas Bellut, den Fernsehrat über laufende Arbeiten des ZDF. Zu verstehen ist auch die neue Transparenzoffensive des ZDF vor allem vor dem Hintergrund eines Urteils, was ich ja schon gesagt habe. Und kritisiert wird ja unter anderem natürlich die Nähe von den Rundfunkanstalten zur Politik. Denn es sind viele, viele Politiker in den Gremien, viele auch ehemals oder noch Regierungsmitglieder von Landes- bzw. Bundesregierungen. Was natürlich das Bundesverfassungsgericht ein Dorn im Auge sieht, wenn es heißt, es soll Transparenz werden, es soll unabhängig von der Politik werden, weil dann heißt es nicht mehr öffentlich-rechtliches Fernsehen, sondern Staatsrundfunk. Und das ist auch im Übrigen das ZDF nicht. Das ZDF wurde ja 1963, vor 51 Jahren ja, damals gegründet als Alternative zur ARD. ARD und ZDF sind ja beide zusammen ja eigentlich die größten Sendeanstalten. Und wir sind, glaube ich, auch in Europa der einzigste, oder sogar auf der Welt, glaube ich. Ich weiß es nicht. So, ja, ich glaube sogar auf der Welt, die einzigste Sendeanstalt, wir sind in Europa, also das einzigste Land, wo es zwei öffentlich-rechtliche Sendeanstalten gibt, ARD und ZDF. In Österreich, da gibt es den ORF, da ist das zweite Programm, nicht das zweite österreichische Fernsehen. Wie würde das dann heißen? ZORF? Oder ZÖF? Nein, wäre eine Möglichkeit, ZDF. Ne? Nein, 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 Spaß. Zwar nämlich geht es eigentlich darum, wie schon gesagt, dass man sich dementsprechend eher weniger von der Politik sich von der Politik fernsetzt. Ne? Dass man sagt, Politik, weil das Ganze ist natürlich daraus rausgegangen durch den ehemaligen Chefredakteur Nikolaus Brender. Der war unter anderem für Roland Koch ein Dorn im Auge. Roland Koch, CDU. Nikolaus Brender, nicht CDU. Und deswegen wurde sein Vertrag nicht verlängert. Jetzt ist natürlich, wie heißt Peter Frey dabei, der auch ein toller Journalist ist, muss ich mir übrigens sagen. Und das sage ich jetzt auch nicht, weil mir das ZDF irgendwas am Kopf hält. Nein, natürlich nicht. Und upala. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass dann dementsprechend dann auch einige Bundesländer geklagt haben. Meisten die mit SPD-Beteiligung, sprich Regierungsbeteiligung mit der SPD. Das war unter anderem Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, was ja auch von der SPD im Moment regiert wird, und Hamburg. Und das ist geglückt. Dementsprechend ist ja zum Teil der Staatsvertrag des ZDFs teilweise verfassungswidrig, muss bis nächstes Jahr, bis Juni nächsten Jahres, muss ein neuer Staatsvertrag dementsprechend verhandelt werden. Und nochmal zurück zu dieser ganzen Transparenzsache. Und es hieß natürlich auch vom Fernsehratsvorsitzenden, der ja gestern wiedergewählt wurde, Ruprecht Polenz. Es hieß, Transparenz ist für den Fernsehrat ein wichtiges Thema. Das hat auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag gezeigt, das ein hohes Maß an Transparenz gefordert hat. Ja, und zum Beispiel sollen unter anderem auch auf der Webseite des Fernsehrats, sondern unter anderem auch Besucher, dessen Zusammensetzung jederzeit nachvollziehen und nach Informationen zu einzelnen Ausschüssen und ihren Aufgaben sind auch verfügbar. Also sprich, was das ZDF genehmigt und was nicht. Was man zum Beispiel auch erst später erfahren hat, ist, dass ja, was weiß ich, was zum Beispiel die Einstellung oder die Fusion von ZDF-Digitalkanälen, das war ja zum Beispiel auch dementsprechend da auch noch die Rede von und so weiter und so fort. Und auch Informationen und weiterhin stehen auch Nutzern ein Beschwerdeformular für Programmbeschwerden zur Verfügung. Sprich, es heißt zum Beispiel unter anderem, mir gefällt das und das nicht. Beim ZDF hätte ich eigentlich nur eine Sache zu beschweren. Nee, eigentlich gar nichts.
Ne, muss ich wirklich so sagen. Eigentlich gar nichts, weil, nee, muss nicht. Also ich beschwere mich gerade wenigstens nicht beim ZDF. Ich kann auch natürlich verstehen, Champions League, im Moment liegt dann auch die Rechte des DFB-Pokals ja nur bei der ARD. Finde ich auch ein bisschen schade. Man könnte es vielleicht an Private abgeben, aber daher, dass ja sowieso bald die EM- und WM-Qualifikationsspiele ja bald bei RTL laufen ab Sommer, da kann man sich dann vielleicht beim ZDF dann überlegen, okay, dann nicht nur Champions League und WM und EM, sondern vielleicht dann auch wieder DFB-Pokal. Warum nicht? Ne? Ist auch eine Möglichkeit. So viel dann auch zur Transparenz vom ZDF. Ja, so viel dann auch zur heutigen Sendung, wie schon gesagt, mit der Aktion, mit den vier Panini-Bildern, die natürlich eventuellerweise bis zum Ende der WM mehr werden können. Für die, die Stickers noch nicht haben oder kennen, die haben wollen oder einfach nur haben wollen und irgendwie auf ihren Schrank kleben wollen, auf ihren Laptop oder auf die Stirn, was weiß ich was. Macht mit, wie schon gesagt, ihr müsst mir nur sagen, wie weit Deutschland kommt. Und wenn ihr recht habt, gewinnt ihr. Wenn zwei oder drei genau denselben Tipp habt wie ihr, wird ausgelost und das natürlich per Zufall und und natürlich nur tagemäß und alles Mögliche. Also ich bin alles in einem, kann man so sagen, auch Glücksfee. Wie schon gesagt, die werden gut verpackt, irgendwo weggebracht. Und wie schon gesagt, ich überlege mir wirklich dann im Laufe der WM vielleicht noch zwei, drei Packungen zu kaufen. Wenn aber von Julian Draxler und Marco Reus oder Benedikt Höwedes oder dementsprechend dabei sind, die kriegt ihr nicht. Wenn doppelt sind, also wenn die doppelt sind, dementsprechend, dann kriegt ihr natürlich auch andere. Aber wie schon gesagt, ich habe wenigstens Glück damit. Wie schon gesagt, derechotv@gmx.de. E-Mail-Adresse läuft unten durch und wie schon gesagt, auch auf der Webseite steht das irgendwo. Ich wollte auf Facebook auf was hinweisen. Das habe ich am Ende, gerade am Ende der Sendung gesagt. Wir sind am Ende der Sendung. Nee, 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 nee. Und zwar nämlich auf der derechotv Facebook-Seite. Und zwar muss ich da unter anderem gleich auch noch schreiben, wer natürlich dementsprechend gleich den DFB-Pokal der Frauen gewonnen hat. Und ihr seht es natürlich auch schon riesengroß, unter anderem, dass ich schon auf die Europawahl nächste Woche darauf hinweise. Ab 17 Uhr nächste Woche auf make.tv/derchotv live gibt es unter anderem. Ach, scheiße, ich bin ja mit meinem Dingens-Account angemeldet, soll ja keiner sehen. Ne? Einige wollen ja hier nicht so präsentiert werden. So, jetzt haben wir es nochmal richtig. Lädt jetzt halt ein bisschen langsam, aber was soll's. Wie schon gesagt, hier Dercho TV mit der Wahl nächste Woche. Sonntag um 17 Uhr live auf Dercho TV live und natürlich auch auf make.tv/, also auf dem Account, wie ich schon gesagt habe. Und da habe ich auch eine Veranstaltung erstellt. Ihr könnt natürlich dementsprechend dabei sein, wie schon gesagt. Kann ich jetzt auch mal so kurzfristig einfach mal ändern. So mittendrin in der Live-Sendung, warum nicht? Aus meinen Fotos auswählen. Jetzt bekommen bestimmt irgendwelche Nacktfotos. Nein, natürlich nicht. So, da haben wir es. Passt jetzt auch dementsprechend. Also sieht auch deutlich besser aus. Da weise ich darauf hin, dass es ja am 25. Mai in Deutschland zu einem neues, zum neues, eine Wahl zum neuen Europaparlament gibt, etc. pp. Auf make.tv/derchotv live könnt ihr dementsprechend, wie schon gesagt, dann nächste Woche Sonntag, also morgen in einer Woche, wählen gehen. Meinen Wahlzettel habe ich schon. Wo habe ich den denn? Hier habe ich den. Ich muss natürlich darauf aufpassen. Ne? Diesen Wahlscheinantrag müsst ihr natürlich haben. Ne? Hier steht, oh mein, nein, nein, krank. Ne? Da. Ach komm, ich zeige es mal hier von der Kamera. So. So, da haben wir es. Wahlscheinantrag. Und ihr seht bei mir, ne, sind mehrere Wahlen. Unter anderem natürlich nicht nur für die Europawahl, sondern auch für die Kommunalwahlen und für eine eventuellerweise Stichwahl am 15. Juni. Und über die Kommunalwahlen in Deutschland berichte ich auch. Ich habe nachgeguckt. Es ist nicht nur in NRW so, sondern auch in vielen anderen Bundesländern. Aber wir werden uns auf NRW einschränken. Es wird dann auch natürlich dementsprechend Artikel dazu geben, zu den jeweiligen anderen Kommunalwahlen. Sei es natürlich in Sachsen-Anhalt, glaube ich, war das auch in Berlin, sogar in Berlin und weiß ich wo noch. Bayern hatte ja schon. Aber wenn es dann auch zur Stichwahl kommt, werden wir natürlich dann auch dabei sein. Aber wie schon gesagt, nächste Woche Sonntag dann natürlich auf diesem ganzen Kram der Echo TV Live. Danach, in der letzten, wie schon gesagt, in der letzten Maiwoche wird es ein bisschen anders aussehen, denn der Relaunch steht an. Ich werde die Webseite ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen, sprich was mit Headern und so angeht, denn viele, wenn ihr mal den allerersten Artikel von der Echo TV von vor über einem Jahr anguckt, da ist der Header nicht mehr dabei. Und das Ganze soll jetzt wirklich frisch aktualisiert werden. Das heißt, ich werde Tage daran sitzen, dementsprechend die Webseite auf den aktuellsten Stand zu bringen. Deswegen wird es ein paar Einschränkungen bei den Webshows geben. Am
Ich glaube, sogar am 31. Mai setze ich sogar einen Sendetag aus. Also da wird es nichts Neues geben, da wird alles für den Relaunch vorbereitet, der dann um Mitternacht vollzogen sein wird. Selbst auch die Webshows. Also ich werde einen Tag dann aussuchen müssen, wo ich proben muss, weil es wird ein neues Design geben, es wird neue Header geben, das Logo wird anders sein, der News-Ticker wird anders sein, die Intros werden anders sein, es wird neue Sendungen geben. Viele Sendungen, also wenn ihr heute schon zugeguckt habt und eventuellerweise diese Bauchbinde gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Let's Plays nur noch ab dem 1. Juni, also sprich die aufgezeichneten Let's Plays Pokémon und Flive, nur noch auf YouTube zu sehen sein werden. youtube.com/wadi1989.de, das ist der offizielle DerchoTV-Channel auf YouTube. Und dementsprechend dort gibt es dann nur noch die jeweiligen Let's Plays zu sehen. So auch natürlich DerchoTV-Thema. Es wird ja neue Shows, Webshows auf MakeTV geben und mit dem Namen DerchoTV Update. Natürlich unterteilt in viele Kategorien, die ihr dann natürlich auch noch mitbekommt, wie das Ganze dann natürlich auch aussehen wird, wird ihr dann natürlich noch sehen. Was ich noch sagen wollte ist, dass unter anderem natürlich auch viele einzelne Webshows, wie schon gesagt, von DerchoTV Update, sogar das WM-Update, wie ich schon gesagt habe, wird es dann eine 30-minütige Version dann immer geben und die gibt es dann auch immer jeden Tag dann auf Abruf auf YouTube dementsprechend. Und es wird dann auch Live-Let's Plays wieder geben auf MakeTV, sprich, ihr könnt euch darauf einstellen. Außerdem habe ich mir auch schon aufgeschrieben, dass es im Juni schon, glaube ich, im nächsten Monat gibt es ja schon die E3, die überschlägt sich ja mit der WM. Und ob ich dann natürlich die Möglichkeit habe, live zu senden oder wenigstens irgendwie was dazu zu schreiben, das wird ihr dementsprechend dann auch noch irgendwie erfahren. Das möchte ich dann auch noch mal so kurzfristig sagen. So, ich bemerke gerade, ich überziehe eine Minute. Vielleicht labere ich dann auch noch dementsprechend wirres Zeug für euch. Aber was soll's, wie schon gesagt, zum Gewinnspiel. Schaut euch dann noch mal dieses Video hier an. Aber ich werde es dann natürlich auch noch mal vielleicht morgen und dann natürlich auch ab der WM erwähnen, wie schon gesagt. Tippt einfach derchotv@gmx.de, sagt einfach, wie weit Deutschland kommt, liegt ihr richtig, kriegt ihr die. Wenn es mehr sind, die richtig liegen, wird ausgelost, wie schon gesagt. Wünsche euch noch einen schönen Samstagabend, viel Spaß beim DFB-Pokalfinale zugucken und wenn nicht, viel Spaß beim Feiern. Bis morgen. Bis dann.